Der Schmetterling. Ein Kopf, die Brust, ein Hinterleib, sein Körper so besteht, vier Flügel wachsen aus der Brust, wie ihr sie hier jetzt seht. Zwei Fühler und den Rüssel auch auf seinen Kopf gebracht, mit Farben in der schönsten Pracht, bemalt die Flügel nun ganz sacht. Sechs Beine hat das schöne Tier, weil ein Insekt es ist. Auf Blüten sitzt es gerne hier, den Nektar es genießt. Sein Leben so in Freiheit liegt es bei Sonnenschein wohl sehr. Auch liegt der Falter eher, für Nachwuchs sorgt er. Denn in ein paar Wochen gibt es ihn nicht mehr. Aus den Eiern schlüpfen Raupen, die fressen unentwegt, sich schließlich dann verpuppen, bis sich darin etwas regt. Ein wunderschöner Schmetterling, ihr wisst es alle schon, schwang vorsichtig aus dieser Haut der Puppe dem Kokon. Und bald schon will er fliegen, in Freiheit auf und davon, der Kreislauf seines Lebens nun wieder neu beginnt. Das wissen nun wohl alle, ich denke jedes Kind. Und die Moral aus der Geschichte, genieße Gottes schöne Welt und gib von dir stets heiter, mit Worten, Taten, Freude, Glück, so lebst du ewig weiter.